darf ankündigen, Herrn Dr. Michael Unger mit dem Thema zwischen Datenschutz, archivischer Zuständigkeit und lokalem Geschichtsinteresse. Das bayerische Archivierungsmodell für staatliche Schulunterlagen. Herr Unger hat in München Landesgeschichte, mittelalterliche Geschichte und Vor- und Frühgeschichte studiert. Nach dem Vorbereitungsdienst für den höheren Archivdienst an der Bayerischen Archivschule war zunächst an der Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns beschäftigt, anschließend am Staatsarchiv München, zuletzt als stellvertretender Leiter. Seit 2018 ist er ständiger Vertreter der Generaldirektorin und Leiter der Abteilung Überlieferungsbildung, Erschließung, Archivpflege in der Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns. Herr Unger, ich darf Ihnen ein Wort sagen. Frau Ernst, vielen Dank für die freundliche Einführung, wie überhaupt für die Einladung nach Ludwigsburg. Schulen, liebe Kolleginnen und Kollegen, zählen sicherlich zu den öffentlichen Einrichtungen, die unmittelbar die breiteste gesellschaftliche Breiten oder größte gesellschaftliche Breitenwirkung entfalten. Durch die allgemeine Schulpflicht durchläuft praktisch die gesamte Bevölkerung die Institution Schule und wird der Einzelne mehr, der andere weniger von ihr geprägt. Schulen haben einen verfassungsrechtlich verankerten Erziehungs- und Bildungsauftrag zu verwirklichen, der schulisches Schriftgut zu einer historisch wertvollen Quelle macht. Die öffentlichen Schulen sind nicht nur in Bayern ganz überwiegend staatliche Einrichtungen und unterliegen damit ganz selbstverständlich der archivgesetzlichen Anbietepflicht. So weit, so gut oder so selbstverständlich. In einem gewissen Gegensatz dazu zählten Schulen bei den staatlichen Archiven Bayerns, nicht anders wie auch bei manch anderer Landesarchivverwaltung, lange Zeit zu den eher peripheren, sehr anständigen Überlieferungsbildnern. Erst in jüngster Zeit ist versucht worden, das zu korrigieren, worüber ich heute hier sprechen darf und Ihnen einen kleinen Praxisbericht geben darf, der so ein bisschen an den Vortrag von Herrn Keitel anknüpft, der schon auf das baden-württembergische Modell zu sprechen gekommen ist. Zunächst vielleicht ein paar Basics zur bayerischen Schullandschaft, damit Sie sehen, worum es eigentlich geht. Das Schulwesen in Bayern ist von öffentlichen Schulen geprägt, wie nicht anders zu erwarten ist, ganz überwiegend von staatlichen Schulen. Was eine staatliche Schule ist, der Herr Keitel hat schon so angedeutet, macht sich an der Dienstherreneigenschaft über die Lehrer fest. Sachaufwandsträger sind grundsätzlich die Kommunen. Was die Schularten angeht, haben wir es in Bayern mit einem stark gegliederten Schulsystem zu tun, wie aus der allgemeinen Bildungsdiskussion bekannt sein dürfte. Das Schriftgut, das bei Schulen anfällt, lässt sich verschiedenen Kategorien zuordnen. Zentral ist aber in der Praxis die Unterscheidung in Verwaltungsunterlagen einerseits und Schülerunterlagen andererseits. Für die Verwaltungsunterlagen gibt es eine relativ lange Tradition von Einheitsaktenplänen, von denen heute noch einer übrig geblieben ist, schulartübergreifend. Was die praktische Relevanz dieses Aktenplans, wie auch dieser seiner Vorgänger angeht, ist die Wirklichkeit eher naturtrüber Art. Im Unterschied zu diesem relativ geringen Organisationsgrad bei den Verwaltungsunterlagen sind die Schülerunterlagen schon seit langem relativ streng normiert. Seit 2015 fallen darunter die auf der Folie ersichtlichen einzelnen Dokumentenarten, die, das ist wichtig, rein analog geführt sind und weiterhin rein analog zu führen sind. Die Aufbewahrungsfristen reichen von 1 bis zu 50 Jahren. Eine durchschnittliche Schülerakte ist heute so etwa 1 Zentimeter dick. Natürlich gibt es neben den analogen seit Anfang der 1990er Jahre auch digitale Unterlagen in Form von zunächst verschiedenen Fachverfahren, die heute als amtliche Schuldaten, kurz ASD, zusammengefasst sind. Sie dienen unterschiedlichen Zwecken der Planung, also bis hin zur Unterrichtsplanung, der Schulaufsicht und statistischen Auswertungen. Sie werden teils von den Schulen selbst erhoben und zum Teil aus anderen Fachverfahren über Schnittstellen
in die amtlichen Schuldaten übernommen. Was die archivische Überlieferung von solchen Schulunterlagen bei den bayerischen Staatsarchiven angeht, habe ich einleitend schon angedeutet, wie sich das Ganze darstellt. Für einen Großteil der Schulen hängt der geringe archivalische Niederschlag damit zusammen, dass den Grund- und Berufsschulen in Bayern seit 1951 das Unterhalten von Schularchiven gestattet war, wovon die Schulen auch nach Gültigkeit des Bayerischen Archivgesetzes von 1989 Gebrauch gemacht haben. Initiativen der Staatsarchive zur Dokumentation von Schulen haben sich weitgehend auf die Gymnasien beschränkt, für die es schon recht frühzeitig, Ende der 60er Jahre, eine Positivliste archivwürdiger Unterlagen gegeben hat, die allerdings nur eine sehr beschränkte Wirksamkeit entfaltet haben. Deswegen haben wir 2009, 2010 diese Positivliste grundlegend neu erarbeitet, mit dem Ziel, eine Archivierungsvereinbarung abzuschließen. Diese Liste ist allerdings bis heute nur ein archivinternes Dokument geblieben, weil das Kultusministerium damals schon eine umfassende Neuregelung im Sinn hatte, die sich dann allerdings noch mal mehrere Jahre hingezogen hat. Also ich gehe nicht näher darauf ein. Das sind so diese einzelnen thematischen Unterlagentypen, die in diesem Positivverzeichnis aufgeführt sind. Sie sehen, es ist nicht an einem Aktenplan orientiert. Gehe hier an der Stelle gar nicht näher drauf ein, denn ich will eigentlich zur Archivierungsvereinbarung kommen. Erst 2012 haben sich diese uns also schon 2010 angekündigten Bemühungen des Ministeriums dann dahingehend konkretisiert, dass im Zusammenhang mit einer geplanten Neuregelung der Aufbewahrung von Schülerunterlagen eine Archivierungsvereinbarung auch nur in Bezug speziell auf Schülerunterlagen geschlossen werden sollte. Nun gibt es in Bayern eben auch eine Schülerdatenbank. Ich habe schon eben über die amtlichen Schuldaten gesprochen, aber diese Schülerdatenbank zählt nicht zu den Schülerunterlagen, blieb deswegen komplett außen vor. In der Folge spielt die digitale Überlieferung im Weiteren keine Rolle mehr. Sie ist für uns eigentlich noch weitgehend ein Desiderat, an dem wir jetzt gerade aktuell arbeiten. Wenn sich die Erarbeitung dieser Archivierungsvereinbarung dann trotzdem nochmal bis 2016 hingezogen hat, mit einer anschließenden Überarbeitungsphase bis 2017, also Sie sehen, das war alles also nicht so ganz schnell abzuhandeln, dann hängt es zunächst mal, also hängt mit unterschiedlichen Aspekten zusammen, zunächst mal damit, dass der erste Entwurf des Ministeriums für uns eigentlich völlig untauglich war, uns eigentlich zu einer Art verlängerter Altregistratur der Schulen hätte werden lassen, dementsprechend also grundlegend überarbeitet werden mussten. Einzelne noch detailliertere Informationen zu diesen Gründen, aber vielleicht zunächst mal zum Regelungsgehalt dieser Archivierungsvereinbarung. Vorgesehen ist also erstens eine Auswahlarchivierung von Schülerunterlagen ausgewählter Schulen und einer sozusagen qualitativen Auswahl einzelner Personen bei den staatlichen Archiven. Und zweitens die Möglichkeit der Archivierung von staatlichen Schulunterlagen, die also nicht in ein Staatsarchiv übernommen werden sollen, in anderen öffentlichen, also damit faktisch kommunalen Archiven, um eben lokalen Interessen entsprechen zu können, das Ganze unter dem Eigentumsvorbehalt des Staates. Wie sieht dieses staatliche Auswahlmodell nun im Einzelnen aus? Sie sehen es, alle Schulen bieten den Staatsarchiven an, sämtliche Schülerunterlagen vor 1950, ausgewählte Schülerunterlagen auch der Zeit danach, also im Wesentlichen von Prominenten, also sollen wir zum Beispiel vom jüngst nicht mehr ins Kabinett übernommenen Kultusminister eben den Schülerbogen übernehmen können, und die Schulen bieten grundsätzlich ihre Verwaltungsunterlagen den staatlichen Archiven an. Ausgesuchte Musterschulen pro Regierungsbezirk
die im Einzelnen aus einer veröffentlichten Liste zu entnehmen sind, bieten an, sämtliche Schülerunterlagen, und zwar nach Ablauf der längsten Frist, um eben dafür zu sorgen, dass die auch vollständig übernommen werden, sowie auf Anforderung dann die Leistungsnachweise, auch eben die Leistungsnachweise der Schüler. Die Musterschulen wurden anhand bestimmter Kriterien nicht zentral, sondern dezentral von den einzelnen Staatsarchiven ausgewählt. Das Auswahlmodell zielt darauf ab, aus der sagen Nahperspektive Schülerkarrieren zu dokumentieren, um eben das Schülerdasein anhand von ganz konkreten Beispielen beleuchten zu können. Ein Anspruch auf Repräsentativität ist damit nicht verbunden. Der Spielraum der Staatsarchive war entsprechend relativ groß veranschlagt. Letztlich wurden 162 von, Sie werden sich nicht erinnern, 4.287 staatlichen Schulen, das heißt also 3,8% zu Musterschulen erklärt, was sich nach Schularten folgendermaßen darstellt. Gut lesbar ist es nicht, ich gebe es zu. Am stärksten vertreten sind mit etwa einem Drittel die Gymnasien, gefolgt von Grund- und Mittelschulen mit knapp 21% und Realschulen mit knapp 18%. Nur auf den ersten Blick unterrepräsentiert sind Mittel- und vor allem Grundschulen, die also relativ am meisten Schülerzahlen aufweisen. Deren Schülerunterlagen begleiten den Schüler eben nach der vierten Klasse auf die weiterführenden Schulen und die sind sozusagen grundsätzlich auch dann bei den Schülerunterlagen anderer Schulen mit überliefert. In regionaler Hinsicht, jetzt wird es ganz klein und schwer zu erkennen, in regionaler Hinsicht reicht es vielleicht, wenn Sie den Eindruck bekommen, dass sich das Auswahlmodell sehr heterogen darstellt. Es gibt unterschiedliche Schwerpunktsetzungen, die sich teils erklären aus schon älteren Überlieferungstraditionen in den Archiven, teils durchaus eben auch aus oder in unterschiedlichen Bewertungsvorstellungen über den Stellenwert schulischer Überlieferung in den Archiven erklärt. Von vornherein war geplant, im Interesse regionaler und lokaler Forschungen staatliche Schulüberlieferung unter bestimmten Maßgaben eben auch, das ist ja eigentlich dann auch das eigentliche Thema der heutigen Tagung, auch kommunalen Archiven zu überlassen, also so eine Art Verbundlösung zu finden. Zu diesen Maßgaben gehörte zunächst der staatliche Eigentumsvorbehalt und die nicht zuletzt vom Landesdatenschutzbeauftragten vehement vertretene Forderung einer vollumfänglichen Bindung der Kommunen an den Abschnitt 2 des Bayerischen Archivgesetzes, der eigentlich eben die Aufgaben und Pflichten der staatlichen Archive definiert. Auf Intervention des Landesdatenschutzbeauftragten musste der bereits veröffentlichte Mustervertrag, also 2016 veröffentlicht, nochmals überarbeitet und in diesem Sinne präzisiert werden. Im Mittelpunkt der Vereinbarung stehen ja die Schülerunterlagen. Aus archivfachlicher Hinsicht war es uns wichtig, dass die Fonds nicht zerrissen werden zwischen staatlichen und kommunalen Archiven, sodass also grundsätzlich auch Verwaltungsunterlagen in ein Kommunalarchiv übernommen werden können, nicht nur die Schülerunterlagen. Das alles ist in einem Mustervertrag als Anlage zur Archivierungsvereinbarung, wie gesagt, detailliert geregelt. Wir haben es also mit einem öffentlich-rechtlichen Archivierungsverhältnis zu tun, das der Gemeinde die Rechte und vor allem die Pflichten der Staatsarchive überträgt. Im Einzelnen. Geregelt ist zunächst mal das Übernahmeverfahren, bei dem die Bewertungshoheit beim Staatsarchiv bleibt, das formal auch die Unterlagen übernimmt zur Archivierung bei der Gemeinde. Also nicht die Gemeinde übernimmt, nein, das Staatsarchiv übernimmt zur Archivierung bei der Gemeinde. Das Gemeindearchiv erhält damit wesentliche fachliche Verpflichtungen, ordnen, verzeichnen, sichern. Aber es erhält kein umfassendes Verfügungsrecht, das etwa die eigenverantwortliche Kassation von Unterlagen oder, das war dem Landesdatenschutzbeauftragten ganz besonders wichtig, keine eigenverantwortliche Digitalisierung und Online-Präsentation gestattet. Die Benutzung hat sich grundsätzlich
an den archivgesetzlichen Normen des einschlägigen Artikels 10, Bayerisches Archivgesetz, zu orientieren, also was Schutzfristen angeht, das Schutzfristverkürzungsverfahren, die Gründe einer Schutzfristverkürzung, wobei in Einzelheiten dann die kommunale Archivsatzung gilt. Sie haben vorher schon auf der Folie gesehen, dass die Staatsarchive sich vor Ort von der Einhaltung der vertraglichen Pflichten überzeugen können und dementsprechend kann auch ein Herausgabeanspruch gegenüber der Gemeinde geltend gemacht werden, sowie aus wichtigen Gründen umgekehrt auch eine Rücknahme von Seiten der Gemeinde verlangt werden kann. Zwischenzeitlich entstandene Kosten werden grundsätzlich nicht erstattet. Über die Nutzungs- und Verwertungsrechte, die auch noch geregelt sind, muss ich hier, glaube ich, nicht weiter sprechen. So, nun wissen Sie, halt gehen wir mal zurück, nun wissen Sie also, wie sich dieses Archivierungsmodell in der Theorie darstellt. Wie sieht es nun in der Praxis aus? Zunächst mal war ein sehr großes Interesse, sowohl bei den Schulen wie auch bei Kommunalarchiven festzustellen. Wir hatten eine Vielzahl von Veranstaltungen ganz unterschiedlicher Formate auf regionaler, auf zentraler Ebene zu diesem Thema, wobei sich bei den Kommunalarchiven nach der Überarbeitung des Mustervertrags 2017 das Interesse schon bald etwas abgekühlt hat. Was die Überlieferungsbildung bei den staatlichen Archiven angeht, hat sich die Vereinbarung deutlich spürbar gemacht. Und zwar schon im Vorfeld während der Beratungen, als die Schulen für das Thema Aussonderung, man muss fast sagen, erstmals sensibilisiert worden sind. Mehr noch als die laufenden Meter ist eigentlich die signifikant gestiegene Zahl der aussondernden Schulen ein Indikator für die Verwirklichung oder für die Wirkung dieser Vereinbarung. Wir sehen 2014 noch sehr mäßig und jetzt stellt sich das, wenn auch mit unterschiedlichen Gewichtungen in den Jahren, etwas anders dar. In regionaler Hinsicht auch sehr unterschiedlich, sage ich jetzt mal. Aber dazu gleich noch mehr. Der anfänglich befürchtete Ansturm, also von Seiten der Staatsarchive befürchtete Ansturm, ist übrigens ausgeblieben. Bisher haben wir von genau einem Drittel der Musterschulen Unterlagen übernehmen können. Dazu kommen Übernahmen von 21 weiteren Schulen, die also nicht zu Musterschulen zählen und die auch nicht im Auswahlmodell sind. Auch das sind grundsätzlich mal überschaubare Zahlen. Die Gründe dafür sind sicher vielfältig, sehr häufig fehlen aber schlichtweg die Ressourcen für eine reguläre Anbietung mit Aussonderungsverzeichnis auf Seiten der Schulen. Besonders frustrierend sind einige Fälle, wo also auch bis in die jüngste Zeit hinein Schulen in Unkenntnis dieser jetzt nicht allzu alten Regelung archivreife Unterlagen schlichtweg vernichtet haben, ohne sie vorher angeboten zu haben. In ganz geringem Umfang liegen Anträge von Staatsarchiven vor, die Liste der Musterschulen zu erweitern, etwa um ein musisches Gymnasium oder um ein traditionsreiches Mädchengymnasium, das man vorher nicht so im Blick hatte. Das Positivverzeichnis für Verwaltungsunterlagen hat sich in der Praxis bewährt, kann man sagen. Hier gibt es derzeit keinen Anpassungsbedarf. Besonders interessant ist natürlich die Frage, wie die Möglichkeit der Archivierung staatlicher Schulunterlagen in Kommunalarchiven angenommen wurde bzw. angenommen wird. Bisher, Sie sehen es, haben wir insgesamt 11 Archivierungsverträge schließen können. In 10 weiteren Fällen steht ein Vertragsabschluss bevor. Ein Run auf die Schulunterlagen ist also nicht zu verzeichnen, wobei natürlich schon die angesprochene Zurückhaltung der Schulen bei der Aussonderung auch hier zu Buche schlägt. Also wo eine Schule erst gar nicht aussondert, erst gar keine Unterlagen anbietet, muss natürlich über einen Archivierungsvertrag erst gar nicht nachgedacht werden. Im Hinblick auf, das ist die sozusagen der rechte Balken, im Hinblick auf 23 offene, ruhende oder auch gescheiterte Verhandlungen über Archivierungsverträge kommt aber noch ein Aspekt dazu.
Einige Kommunen schrecken vor den Bestimmungen des Mustervertrags zurück, wobei vor allem der staatliche Eigentumsvorbehalt kritisiert wird, überhaupt die zentrale Stellung der staatlichen Archive im ganzen Archivierungsprozess, vor allem eben bei der Bewertung, aber auch was die staatlichen Zugangsrechte betrifft. Tendenziell reagieren darauf größere Kommunalarchive zurückhaltender als kleinere, womit teilweise auch eine unterschiedliche Einschätzung über den Wert der Schulunterlagen einhergeht. Häufig stoßen die Verwaltungsunterlagen auf ein größeres Interesse als die Schülerunterlagen. Aus dem Mustervertrag könnte man zunächst mal den Eindruck gewinnen, dass die Übernahme von Schülerunterlagen die Grundvoraussetzung ist, um überhaupt Verwaltungsunterlagen von Schulen übernehmen zu können. Es ist aber natürlich möglich, dass Schülerunterlagen je nach Umfang oder Aussagekraft nicht archivwürdig bewertet werden, im Unterschied zu Verwaltungsunterlagen, die dann eben auch in ein Kommunalarchiv abgegeben werden können. Die Bewertungsentscheidung muss aber eben im Einvernehmen mit dem Staatsarchiv vorgenommen werden. Da es hier immer wieder Missverständnisse gibt, bleibt es eine Aufgabe der staatlichen Archive, mit den Kommunalarchiven für beide Seiten einvernehmliche und tragfähige Lösungen zu finden, die den rechtlichen Anforderungen, die eben im Mustervertrag grundgelegt sind, entsprechen. Das gilt übrigens auch für die Fälle, in denen teils weit zurückreichende irreguläre Übernahmen staatlicher Schulüberlieferungen in Kommunalarchive nachträglich sozusagen legalisiert werden müssen. Denn letztlich soll diese wenigstens für uns neue Kooperation ja schlichtweg dafür sorgen, der Forschung eine möglichst breite schulische Überlieferung zur Verfügung zu stellen. Ich bin nach dem Gesagten nicht euphorisch, aber eben sehr durchaus hoffnungsfroh, dass das auch gelingt. Ein Anfang ist jedenfalls gemacht. Wir haben noch Luft nach oben. So würde ich es mal beenden wollen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.